Willkommen zurück, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 und zwar zu einer ganz besonderen Folge, denn noch nie hat sich im Vergleich zur vorherigen Folge so viel verändert wie in dieser Folge. Leider gibt es immer noch nur russische Lokomotiven, aber das macht nichts, denn wir werden heute unseren allerersten Schnellzug einkaufen und auf die Schiene bringen. Da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also ich zeige euch jetzt hier vielleicht einfach mal ganz kurz, was sich so alles geändert hat im Vergleich zur letzten Folge. Der Bahnhof in Krasnojarsk hat sich natürlich enorm verändert, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe hier 4 Personengleise angelegt. Den Frachtbahnhof, den habe ich eigentlich jetzt erstmal so gelassen. Da habe ich jetzt noch nicht so wirklich viel verändert. Hab dann hier quasi einfach das Gleisvorfeld so ein bisschen aufgebaut und ihr seht schon, das könnte dem einen oder anderen vielleicht etwas bekannt vorkommen. Das ist meine Stammstrecke. Also ich habe hier links und rechts Gleise angelegt für den Frachttransport. Im Moment fährt aber hier, glaube ich, auch noch der Personentransport, weil der ist noch nicht entsprechend umgestellt. Macht aber nichts. Auf den mittleren Gleisen, da ist der Personentransport unterwegs. Wir sind jetzt hier. Ach, nee, warte mal. Das war hier anders. Sorry, ich bin kurz durcheinander gekommen. Nein, also hier ist es ganz anders gelöst. Also die 2 Gleise hier links sind für den Frachttransport und den Personentransport von und nach Medan zuständig. Die 2 rechten Gleise, das sind quasi die 9 Personengleise für die Schnellzüge. Das ist richtig geil. Werden wir auch gleich erfahren, warum das richtig geil ist. Denn wenn wir jetzt hier einfach mal weiterfahren, dann sehen wir doch hier wieder diese mega große Kreuzung, die wir mal gebaut hatten, die in der letzten Folge doch noch sehr mickrig und rein funktional war. Gut, jetzt ist sie auch noch sehr funktional angelegt, aber sie sieht schon etwas hübscher aus. Also da habe ich mir schon mal deutlich mehr Gedanken gemacht. Wir sehen jetzt hier auch wieder ein Depot, dann geht es hier nach links weg, da geht es dann nach rechts weg für den Personentransport. Wenn wir jetzt aber mal rasch zur Lebensmittelfabrik gehen, denn dort hat sich auch wirklich sehr, sehr viel verändert. Hier fahre ich dann mittlerweile schon mit 3 Gleisen entlang und da, das ist, was ich das letzte Mal meinte, was ich so schwer jetzt erklären konnte. Ich wollte einfach einen Pufferbereich einrichten vor dem Bahnhof, wo dann quasi ein Zug hier stehen kann, aber der nächste schon hinterherfahren kann und schon wieder eine russische Lokomotive. Es gab wohl nichts anderes zu der Zeit 1915. Wir haben wirklich eine russische Maschine nach der anderen bekommen. Ich hoffe wirklich, dass es nicht dabei bleibt, weil ich würde schon ganz gerne den japanischen Schnellzug sehen. Das wäre so geil. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden? Ich denke ungefähr, ja, also 75 Jahre bis zum Jahr 2000 werden wir sehr wahrscheinlich warten müssen, bis wir da endlich mal dann die Schnellzüge zu Gesicht kriegen. Macht aber nichts, die Zeit, die können wir hier super rumbringen, indem wir einfach wahnsinnig viel bauen. Also allein für das, was sich jetzt hier an den Schienen verändert hat, da habe ich wirklich jetzt sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Geld eigentlich auch wenn es hier kaum auffällt. Wenn wir mal auf die Diagramme gehen, wir sehen eigentlich mache ich nur Gewinn. Und das ist auch gut so, so sollte es auch bleiben. Der Firmenwert, der steigt hier enorm in die Höhe. Der Kontostand geht langsam auch immer mehr nach oben. Das finde ich auch super toll. So. Jetzt schauen wir aber mal, wo uns die Gleise hinführen, denn da hat sich auch noch mal ein bisschen was getan. Den Bauernhof hier kennt ihr ja, das habe ich hier einfach super schön verbunden, aber die Strecke, die ist hier neu für euch. Und zwar ist das hier meine Stammstrecke. Da möchte ich eigentlich so ziemlich den ganzen Verkehr rüberjagen hier in den, ja, da können wir uns jetzt eigentlich aussuchen, welche Himmelsrichtung, sagen wir mal in Richtung Nur-Sultan und weiter soll alles hier über die Strecke laufen. Und Richtung Peshawar werden wir auch nochmal sowas ähnliches aufbauen, aber das erst später und zu seiner Zeit, denn das hier kostet schon genügend Geld und Verbesserungspotenzial ist hier auch enorm vorhanden, da können wir immer mal wieder was bauen. Nachteil hier an der Strecke natürlich, sie geht enorm in die Höhe, ne? Also wir sehen das hier nochmal, da haben wir, oh warte mal, hier, das ist das Höhenprofil, genau, also 4 Meter. Achso, ja, das kennt ihr ja. Nur Sultan, ne, da haben wir ja den Frachtbahnhof schon aufgebaut. Jetzt hat sich hier auch noch ein Personen-
Bahnhof dazugesellt. Ich habe hier, wie gesagt, mehr Gleise jetzt hinzugefügt. Die Gleise in der Mitte sind für den Personentransport, weil die sind in der Regel eigentlich immer nur von A nach B. Die müssen nicht irgendwo mittendrin nochmal rausgeführt werden. Also die fahren hier wirklich nach Nur-Sultan. Und warum das Ganze? Was meine ich eigentlich damit? Schaut euch mal das hier an. Ich wollte nämlich den, oder ich musste irgendwann jetzt auch diesen Bauernhof ins Programm aufnehmen, weil wir jetzt ja doch mittlerweile sehr, sehr viele Lebensmittel herstellen. Gerade die Linie 9 Richtung Nur-Sultan. Da werden extrem viele Lebensmittel zur Verfügung gestellt und hergestellt. Und da brauchte die Lebensmittelfabrik auch einfach mal wieder so einen kleinen Schub. Muss man mal wieder was hinschicken. Und da es ja doch äußerst störend ist, gerade für die Personen in den Zügen dann immer anhalten zu müssen, weil jetzt der Garten Güterzug quer über alle Gleise drüber fährt, habe ich mir gedacht, nein, ich mache das wie im Stream, habe ich das ja auch gemacht. Und zwar in der Mitte den Personenverkehr und links und rechts davon dann den Frachtverkehr jeweils in eine Richtung, damit ich hier solche Systeme realisieren kann. Damit ist nämlich sichergestellt, dass der Personenverkehr eigentlich so gut wie nie oder nur sehr selten durch den Frachttransport aufgehalten wird. So zum Beispiel hier oben. Zum Beispiel, wenn jetzt da einer hier rüberfahren will, dann geht es im Moment nicht anders. Das ist bei Transport FIFA 2 auch ein bisschen schwierig, das so zu machen wie zum Beispiel ein Transport Tycoon, weil da sind die Brücken und die Tunnel ja wesentlich einfacher zu bauen. Wie hier, wenn ich das jetzt alles realisieren wollen würde. A, fehlt mir natürlich immer noch die Leistung in den Zügen. Weil ich könnte einfach hier quasi ein paar Berge wachsen lassen und dann eine Brücke drüber führen und. Aber wie gesagt, da fehlt mir im Moment ja noch das Zugpotenzial. Die Züge sind alle nicht so stark. Ich habe zwar mittlerweile für die Linie 9 nochmal aufgerüstet hier mit der, Moment, welche Klasse war das denn nochmal? Mit der OB nochmal aufgerüstet, also von F auf OB. Das sind nochmal gute 180 PS mehr. Aber dafür deutlich weniger Zugkraft. Aber das macht nichts. Wie gesagt, die PS sind hier, glaube ich, das Entscheidende. Dann haben wir jetzt hier drei neue Klassen noch dazu bekommen. Die SCH, die S und die JE und die Russian Class S. Die werden wir jetzt dann hernehmen und den Personentransport installieren. Wir haben nämlich auch noch ein paar neue Waggons dazu bekommen, die eine sehr hohe Höchstgeschwindigkeit haben. Hier zum Beispiel die Suburban. 100 Stundenkilometer können wir mit ihr fahren. Ist natürlich nicht ganz 115, macht aber nichts, weil wir müssen ja eh auch noch bergauf fahren. Da bin ich immer gespannt, welches Tempo wir dann eigentlich haben. Wobei die Lok hat schon ordentliche Leistung hier, ne? Mit 1196 PS, das ist gar nicht ohne. Ich bin mal gespannt. Und diesen Zug werden wir uns jetzt hier einkaufen. Vorher müssen wir noch mal ganz kurz die Linie erstellen. Von Krasnojarsk fahren wir jetzt hier nach Nur-Sultan. Klappt das auf Anhieb? Jawohl, schaut euch das an. Das sieht doch super toll aus. Und jetzt hier, auch gerade da oben bei der Lebensmittelfabrik, nochmal ganz kurz. Hier ist jetzt richtig reger Verkehr. Sehr, sehr viele Lokomotiven hier im Einsatz. Ich glaube, das hier muss ich nochmal überarbeiten. Mittlerweile sind es so viele Lokomotiven, dass das hier eher ein Hindernis darstellt im Moment. Da muss ich jetzt einfach nochmal schauen, dass wir auch an der Stelle nochmal so ein paar Verbesserungen machen, aber das werde ich mir im Off auch einfach nochmal im Detail anschauen. Ansonsten, Baumaterialien habe ich immer noch nicht angelangt, könnte ich jetzt aber mittlerweile machen, denn wir haben neue Fahrzeuge bekommen. Moment, das ist das falsche Depot. Schauen wir hier rein. Ach Mensch, schauen wir doch hier rein. Jetzt. Und zwar haben wir jetzt endlich den Benz bekommen. Doppelt so schnell wie der First Truck. Und kann 7 Einheiten transportieren. Das ist doch schon mal was. Das ist echt cool. Ich habe hier oben dann natürlich auch gleich die Linie komplett umgestellt auf die neuen Fahrzeuge. Sowie auch hier in Medan habe ich die hier auch schon umgestellt. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht umgestellt habe, sind die Personenkutschen. Das könnte ich aber demnächst auch mal machen. Das machen wir nicht jetzt. Wie gesagt, wir wollen uns auf den Schnellzug konzentrieren. Dazu kaufen wir den jetzt hier mal ein bisschen ein, hätte ich gesagt. Also, Russian Class S. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging der Vorrat an hochwertiger Kohle zur Neige. Diese Lokomotive wurde so konzipiert, dass sie auch mit minderwertiger Kohle betrieben werden konnte.
Okay, interessant, interessant. Ist aber auch tatsächlich irgendwie immer die Bezeichnung, ne? Class B, PV, F, OB, SCH, S, JE. Also ich bin mal echt gespannt, was hier so als nächstes kommt. Die neueste Maschine ist ja hier die Russian Class YE. Haben wir dieses Jahr bekommen. Und jetzt kaufen wir hier ein paar Suburbans. Das ist aber heftig. Das geht sehr, sehr schnell von ausgezeichnet. Na, mittelmäßig. Es ging jetzt sehr, sehr schnell. Ja, müssen wir aber machen. Also, wir können das andere jetzt nicht machen. Wir können jetzt hier keine Waggons anhängen, die Tempo 80er Züsgeschwindigkeit haben. Das wäre ja Blödsinn. Da verschenken wir dann ja wirklich viel Potenzial von der Maschine. Also nehmen wir die Suburbans. Die Waggons haben eine äußerst hohe Kapazität hier mit 19. Das ist gar nicht mal so schlecht, sodass wir es vielleicht erstmal bei 4 Waggons belassen können. 8, 10, 12. Also so bei 12 wird es dann doch mal langsam kritisch. Aber ansonsten bei den 4 Waggons lassen wir das jetzt erstmal. Das ist schon teuer genug mit 7 Millionen. Können wir nochmal ganz gut schauen. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt am besten. Wie gesagt, wir wollen ja auch eine Schnellzuglinie installieren. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie schnell dieser Zug unterwegs sein wird. Wir setzen uns jetzt hier gleich mal rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann können wir das Ganze vielleicht auch einfach nochmal aus der Sicht der Lokomotive anschauen. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr interessant. Das habe ich jetzt hier auch gerade bei den Güterzügen jetzt ganz, ganz gerne gemacht. Bei der Linie 9 hilft nämlich so ein bisschen natürlich zu entspannen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, um so ein paar Fehlerquellen einfach nochmal zu finden. Wo du dann sagst, ja, okay, dann müsste ich da doch nochmal ein paar Signale aufbauen. War ganz angenehm. Also ich hatte echt mal Spaß bei und jetzt bin ich mal echt gespannt, was die Lok so kann. Schauen wir sie uns mal kurz von außen an. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus mit Grün. Endlich mal eine andere Farbe. Ist auch deutlich größer schon. Die Maschine erinnert ein bisschen an die A35, glaube ich, war das. So ein bisschen erinnert die an die. So, wir beschleunigen das Ganze jetzt hier erstmal. Dass du ganz schnell hier nach Krasnojarsk kommst. Ich bin gespannt, wie viele Leute hier warten. Im Moment natürlich noch niemand, weil jetzt auch noch gar keine Lok da war. Wir sehen das ja auch. Ne, hier sehen wir es jetzt leider nicht. Interessanterweise haben wir jetzt diesmal eine Frequenz drinstehen, 18 Minuten. Aber vielleicht dauert das jetzt auch noch ganz kurz, bis die Leute das wieder schnallen. Ah ja, schau mal, in Nur Sultan warten jetzt 3 Leute mittlerweile. Sehr schön. Sehr schön. Also es wäre schon toll, wenn wir auch hier den Zug wieder voll kriegen, der absolut. Moment. Der hier doch absolut auf den falschen Gleisen unterwegs ist. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ja, falsche Gleise. Okay, da muss ich beim Depot nochmal schauen, dass wir da nochmal ein paar Änderungen machen. Ich werde jetzt hier einfach mal ganz kurz improvisieren, da kurz ein paar Gleise legen. Wir können jetzt sogar mittlerweile schon auswählen, ob wir Oberleitungen haben wollen oder nicht. So, ja, ist klar, dass du jetzt am falschen Ziel bist. Das verstehe ich auch. Wie gesagt, du bist jetzt irgendwie falsch gelandet. Dreh dich um. Nur Sultan. Ah, Moment, da passt was nicht. Wo bist du denn jetzt hier? Ah, okay, warte. Dann müssen wir die Gleise nochmal etwas länger ziehen. Dann habe ich da irgendwie jetzt das Falsche im Kopf gehabt, auf welchem Gleis er da jetzt einfahren wird. Zwar auf diesem hier. So, das noch verbinden miteinander. Sehr schön. So, jetzt fahr bitte los. Richtung Nur Sultan. Mittlerweile die Linie zwischen Medan und Krasnojarsk ist auch ganz gut angenommen worden. Ist immer noch nicht richtig voll, aber nahezu. Also das läuft jetzt mittlerweile auch ziemlich gut. Und wir geben jetzt hier einfach mal Stoff, hängen uns in die Maschine rein und schauen mal, wie das Ganze so wirkt. Also ich finde das schon wirklich sehr, sehr toll eigentlich. Und es wird jetzt gleich noch viel besser, wenn wir dann durch den Tunnel fahren und uns regelmäßig irgendwelche Frachtzüge oder sowas entgegenkommen. Das ist, glaube ich, auch richtig cool. Aber ordentlich ist Tempo, Tempo 100. Wie ist denn das bei normaler Spielgeschwindigkeit? Wie wirkt das da?
Naja, recht langsam. Da merkt man jetzt irgendwie noch nichts von Tempo 100. Wie viele Leute warten in Nur-Sultan derzeit? Oh, das sind schon 17 Stück. Das ist doch schon mal was. So, und jetzt 76 passen hier rein. Aber jetzt kommt ja eigentlich das Spannendste. Und zwar, wie schnell kommen wir hier rauf? Wirst du bremsen müssen? Oder kannst du wirklich mit Tempo 100 da hochfahren? Nein, wir werden schon ein bisschen langsamer. 99, 98. Aber okay, es ist immer noch schneller wie die zwei Maschinen, die mir uns da entgegenkommen. Das dürfte noch die F sein. Ja, die kommt hier gar nicht so gut hoch. Und da müsste da dann noch die. Was war das? Die OB sein, glaube ich. Die kommt uns da auch gleich entgegen. Die sind bei weitem nicht so schnell wie jetzt hier. Die Class S hier mit Tempo 90 kommt die da hoch. Das ist echt geil. Da überholen wir den Zug da hier mit links. Das dürfte aber, glaube ich, auch nochmal eine Class F sein. Eine Class F, die gerade stehen bleiben musste. Warum das denn? Okay, nö, sah so aus, irgendwie, weil ja da kein Dampf rauskam. Und erst als wir wieder vorbeigefahren sind, kam der Dampf raus. Okay, macht nichts. Und jetzt gehen wir auch schon wieder Vollgas hier mit Tempo 100 dann gleich. Also das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir wirklich mal eine Maschine, die hier wirklich schnell den Berg raufkommt. Allerdings ist die jetzt auch noch nicht so voll beladen hier mit vier Waggons. Das könnte man natürlich auch wieder dann erhöhen mit der Zeit. Aber gut, Ding will Weile haben, heißt es immer so schön. Das sieht auch echt sehr hübsch aus. Also ich bin, glaube ich, auch fast mal jetzt demnächst dazu geneigt, einfach mal Datumsgeschwindigkeit zu pausieren, damit ich wirklich einfach mal von den Dampfloks viel erleben kann. Moment, ich muss hier kurz ein bisschen runter. Da, so, da kommt uns jetzt hier die anderen entgegen. Nein, ah, schau mal an. Wenn die im Tunnel sind, dann stellen die das Rauchen einfach ein. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch, im Tunnel einfach zu sagen, nö, okay, jetzt machen wir mal keinen Rauch mehr. Alles klar. Das im echten Leben wäre doch ein echtes Gadget, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir es fast schon geschafft. Wir sind jetzt fast in Nur-Sultan. Mit unserer Class S. Bin schon sehr, sehr gespannt, wie viele warte mittlerweile. 18 Stück. Vor allen Dingen, was ja noch viel spannender ist, ist ja die Frage, wie viel Geld machen wir denn jetzt hier dann eigentlich mit den Passagieren, die wir von Nur-Sultan nach Krasnojarsk bringen und natürlich auch wieder zurück. Aber Moment, wartet hier noch niemand? Aber. Nee, okay, passt. Ich wollte gerade sagen, aber ich muss jetzt, glaube ich, hier auch nochmal mit der Reichweite so ein bisschen was abchecken. Nein, das passt, Gott sei Dank. Also wieder zurück nach Nur-Sultan. Ah ja, du hast jetzt eingeladen. Okay, sehr schön. 21 Passagiere. Okay, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was das in Dollar bedeutet. Natürlich ist das hier ein bisschen ein Umweg, wie die Maschine fährt. Sie könnte auch einfach straight hier durchfahren. Aber dann wäre es ja nur halb so schön. Ich finde es so viel besser. Einfach mal lange Wege gehen. Wir werden definitiv dann auch hier noch eine große Strecke rausziehen, sodass quasi Medan und Krasnojarsk eigentlich nur so eine kleine regionale Strecke ist. Da kann man dann später mal, wenn es die Möglichkeit gibt, einfach so einen kleinen Triebwagen hinsetzen oder so, der einfach ein paar Passagiere hin und her fährt. Müssen wir aber schauen, natürlich, was uns für Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Das kann ich euch leider noch nicht sagen. Das Tolle hier auf jeden Fall Tempo 100 und das ist halt richtig geil. Die Personenmaschine kann so schnell sein, wie sie will. Der Frachtzug kann so langsam sein, wie er will. Sie kommen sich nicht in die Quere. Generell ist es ja, ich glaube, bei der europäischen Auswahl ist es ja so, dass die schnellste Frachtlok nur Tempo 160 fahren kann, weil die Waggons das limitieren. Also Tempo 160, dann ist Schluss. Zumindest im Standardspiel mit den Mods schaut das dann natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Wie es jetzt hier bei den asiatischen Fahrzeugen ist, kann ich euch noch nicht sagen, werden wir aber gemeinsam herausfinden. Aber ich denke, auch hier werden wir Tempo 200 oder auch Tempo 300 niemals erreichen. Das dürfte, glaube ich, klar sein. So, jetzt steigen hier ein paar Leute aus. Keiner steigt ein. Das ist ein bisschen schade.
dass hier keiner einsteigen will, aber wie viel Geld haben wir denn jetzt damit gemacht? 341.000. Gar nicht mal so viel Geld, wie ich mir jetzt erhofft hatte, eigentlich durch die ganzen Passagiere. Aber gut, wir waren ja auch nur ja, zu einem Viertel beladen, oder? Dann müssen wir schauen. Also, es kann doch sein, dass wir einfach zu langsam unterwegs sind. Die Rate, die Frequenz so bei 16 Minuten. Ja, müssen wir einfach mal schauen. Mir ging es jetzt erstmal darum, einfach einen schönen Schnellzug zu installieren, ihn euch auch zu zeigen, das mit euch zusammen zu machen. Wie rentabel der sein wird, das werden wir jetzt einfach im Laufe der nächsten Zeit herausfinden. Ich auf jeden Fall und dann ihr natürlich in der nächsten Folge. Entweder existiert er dann noch oder er ist abgeschafft. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich wieder vielmals bei euch fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns schon bald wieder zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ciao!